bitte. Du musst das aber auch filmen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das erste Mal, glaube ich, mit Team McChip Hoodie. Ne? Ich weiß ja nicht, wann das Video jetzt kommt, aber durch diese ganze Corona-Nummer haben wir natürlich auch jetzt mal Luft gehabt, um endlich mal für uns selber. Das ist der erste. Ne? Und auch unsere Mütze. Aber die hatte ich schon mal an. Ne? Die hast du schon mal an. Ja. Heute machen wir ein Video, was den Kevin die letzten drei Nächte, glaube ich, zwei Nächte ziemlich in Atem gehalten hat. Nee, wie sagt man? Den Atem gestohlen hat? Den Schlaf geraubt. Den Schlaf geraubt. Und zwar, wir werden heute, es gibt sogar so ein Video mit so einem Auto schon, aber das habe ich damals am Anfang noch ganz alleine gedreht. Ne? Das ist schon über ein Jahr her. Mit dem Frederik tatsächlich. Aber mit Frederik? Genau, richtig. Aber ganz am Anfang war das, ne? War einer der ersten Videos, ja. Okay. 91 GT2 RS. Diesmal aber in schwarz und nicht in gelb. Und diesmal auch ein Linkslenker und nicht ein Rechtslenker. Ja. Schönes, schnelles Auto. Und ich sag mal so, der Kevin, der hat sich das verdient, dass wir damit mal fahren. Ne? Und dann haben wir gesagt, komm, dann nehmen wir das für euch mit. Das Auto kriegt eine Leistungssteigerung, Stage 1. Also ganz normal reine Software-Leistungssteigerung. Das Ding mit, oder der Wagen hat ja eine Serienangabe von 700 PS und 750 Newtonmeter. Das haben die Autos auch. Wir haben schon relativ viele Autos machen dürfen, gerade in Asien. Und auch in Amerika durften wir die Dinger machen. Die Dinger gehen einfach wie Hulle. Ne? Und wir versuchen jetzt was. Und zwar, ich meine, die Autos sind dafür gebaut, schnell zu fahren. Die aktuelle Situation hoffentlich auf den Straßen lässt das auch sicher zu. Wir werden auf die Autobahn gehen und werden nicht 100 auf 200 messen, sondern wir versuchen 100 auf 300. Serie und auch mit Leistungssteigerung. Weil der Koffer ist so schnell. Ich bin damit vorgestern schon kurz mal gefahren. Das Ding geht wie nix auf 300. Und der Kevin ist in seinem Leben noch nie 300 gefahren, oder? Nee, noch nie. Also heute Untertitel Kevins erstes Mal. Dann los. Das ist so eine Alexa oder was? Ja, ja, genau. Die kann Sprachsteuerung, aber kann sein, dass ich das ausgemacht habe. Okay, also das haben die Zuschauer jetzt nicht mitbekommen. Der Kevin hat eine neue private GoPro, die er mit auf die Arbeit heute gebracht hat. Ja. Und die hast du zum Geburtstag geschenkt gekriegt, obwohl du noch keinen Geburtstag hast, ne? Ja, das darfst du nicht sagen. Ach so, weil das... Ja, das ist eigentlich so ein Deal zwischen meiner Freundin und mir, weil meine Freundin hat es halt geplant. Und ich habe gesagt, bitte, 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 so ein tolles Auto, so ein tolles Projekt, ich brauche die GoPro. Also, ich wusste ja, was ich bekomme. Und dann hat sie gesagt, ja, okay, komm, aber sag es der Familie nicht, weil die ist da natürlich auch involviert. Okay. Und das ist auf jeden Fall eine neue GoPro 8, ne? Genau. Und die hat Sprachsteuerung. Genau. Nur sie hat gerade nicht auf dich gehört. Nee. Okay. Ja, das erste Mal in so einem Auto für dich, ne? Ja. Das ist schon schnell, das Auto. Das kann man nicht anders sagen. Ich durfte ja schon öfters unseren gelben, also nicht unseren, sondern das ist ja vom Geschäftspartner von mir das Auto, was auch bei uns steht, der GT2 RS mit Leistungssteigerung, auch ohne Leistungssteigerung. Das Ding ist feuerschnell. Das geht schon echt ab wie Schmitz Katze. Ne? Ich denke mal, das werden schnelle Zeiten. Und die Leistung, also das Ding mit 700 PS und nachher kommen so, na, ich will nicht so viel verraten, aber es kommt schon einiges bei raus und da geht auch noch mehr. Aber wer mit so einem Auto echt schnell auf der Nordschleife oder so unterwegs ist, ey, mein Respekt, wirklich. Aber das habe ich, glaube ich, im letzten Video schon mal gesagt. Damals, als wir den gelben gemacht haben. Boah, also mit dem Auto hier schnell auf einer Rennstrecke zu fahren, Respekt. Ja, dann gucken wir mal, ob wir das hinkriegen mit den 300 auf der Autobahn. Ich meine, das Auto ist dafür gebaut. Jetzt werden wahrscheinlich wieder einige sagen, boah, wie kann man so schnell auf der Autobahn fahren? Dafür ist das Auto gebaut, ne? Und wir müssen halt einfach gucken, das geht. Ich kann es euch jetzt nicht 100% versprechen, ne? Ah, das ist schon relativ viel los, ne? Ja. Aber du hast jetzt nur 100 auf 300 eingestellt, ne? Genau, ich habe nur 100 auf 300. Ich kann auch eben switchen. Wir können uns auch umentscheiden. Ja, ich glaube, das wird nichts. Dann doch noch zu viel los. Ja. Ja, aber es ist ja Wahnsinn, was hier los ist. Das können wir nicht machen. 200 ist dann schon schwierig. Ja. Wir melden uns gleich. Ja. Ja, wir sind jetzt wieder zurück an dem Ursprungsort.
Wir werden jetzt 100 auf 200 fahren. Alles andere geht leider nicht. So. Und los. Aber du bist trotzdem noch nie 300 gefahren, ne? Das müssen wir aber machen. Hier jetzt nicht, aber vielleicht später noch. Okay, also dann geht's auf Prüfstand. Schön, Porsche. 670 PS statt 700 und statt 750 Newtonmeter 726. Bei den Autos, die wir bis jetzt da hatten, ist es ähnlich. Ja, es ist immer um den Dreh. Wir hatten mal 680 und. Aber witzig ist, bei dem Motor ist ein Biturbo, ne? Von der Charakteristik her. Du siehst hier, die Drehzahl geht nach oben und er steigt mit der Leistung. Das heißt, das Auto hat die maximale Leistung im Drehzahlbegrenzer. Drehmoment ab 3000 echt schön. Also von der Charakteristik her. Das ist halt schon für Clubsport. Also, dass du halt nicht diese riesen Drehmomentwelle hast und dann pusht wie ohne Ende, sondern das ist so, ich sag mal, wie ein Sauger. Ein Hochdrehzahlmotor geht ähnlich. So. Wir haben ihn jetzt angepasst, wirklich standardmäßig, auch vom, von der Charakteristik. Wir geben 832 Newtonmeter, gebe ich jetzt frei. So, dann haben wir hier auch wieder, gut, das sind die ganzen Begrenzer. Das haben wir, die Momentanforderungen habe ich auch umgeschrieben. Das haben wir alles mal rausgefahren, auch hier. So, pass auf, jetzt kommen wir aber nochmal. Ja gut, wir fahren ein bisschen mehr Sprit. Wir fahren auf 83. Ne? Serie fährt der 85. Also ein bisschen mehr für die Sicherheit, weil wir natürlich auch vom Ladedruck ein bisschen hoch, oder weil wir vom Ladedruck hochgehen, haben wir so ein bisschen fetter gemacht.
So, dann haben wir hier die Zündwinkel. Jetzt guck dir das bitte mal an. Das, ne? Das ist ein Zündwinkel kennfernt. Und guck mal, wie viel wir da haben. 40. So, dann sieht das so aus hier. Im Lastbereich ab 50% Gaspedalstellung ändert sich auch der Zündwinkel. Hier 2 Grad mehr Vorzündung, mehr nicht. Mit einer Serienanlage muss man ein bisschen aufpassen. Das Ding macht halt schon echt Druck. Und die Serienabgasanlage kommt dann irgendwann von den Cuts her auch an die Grenzen. Wir haben Autos nur Sportcut verbaut. Ne? Nur Sportcut verbaut. Haben wir 30 PS mehr gehabt. Ohne was zu tun. Nur Sportcut verbaut. Keine Software angepasst, nichts. Nur die Cut-Off, also die Codewort Cut-Off. Kannst du halt auch mit dem Sportcut kannst du halt auch mal eben 4 Grad mehr Vorzündung fahren, ohne dass du ein Problem kriegst. Da ist die engen Stelle, da fährst du noch mal deutlich mehr Leistung, wie wir jetzt nur mit Seriensoftware. Also wir haben ja nur Software geändert. Ne? Hier hast du die Leistungsanforderungen, die musst du halt ein bisschen ausschalten. Die einzelnen Einzelbegrenzer, die du hier hast, wie hier auch, das sind alles Drehmomentbegrenzer und Begrenzungen in Menge. Mit Einzelbegrenzer hier haben wir dann ein bisschen die Drehzahl haben wir ein bisschen angehoben, aber nur um 80 Umdrehungen. Ja. Was ist dabei rausgekommen? 780,1 PS. Und was habe ich vorhin gesagt? Wie viel Drehmoment habe ich freigegeben? 830 gemessen. Ne? Also wir haben einen Unterschied von 110 PS und 104 Newtonmeter. Das sieht dann im Diagramm so aus. Und wir reden hier wirklich nur von einem Software-Eingriff. Ne? Keine Hardware, aber das brauche ich mich nicht nur wiederholen. Ja. Denke mal, ne, vom Diagramm her passt das so ganz gut. Mehr sollte man auch, wie gesagt, auf einem Auto, was dann auch vielleicht immer Trackday und sowas fährt, mit einer Serienanlage nicht fahren. Wie gesagt, Serien-Cuts sind hier der Knackpunkt, wenn du wirklich Leistung fahren willst. Wenn du die Cuts machst, steht hier locker, ohne dass du die Hardware deutlich mehr belastest, stehen hier locker 810 PS. Safe, kein Problem. Du bist total begeistert, ne? Hast du den Leuten eigentlich gesagt, dass wir auf der Rückfahrt gerade 315 gefahren sind? Nee, leider nicht. Konnte man das sehen im Video? Nee, ne? Du hast die Kamera ausgehört. Nee, wir hatten die Kamera aus. Auch leider. Die GoPro aus? Auch die GoPro aus, ja, leider. Aber 315, ach, 318 laut GPS bist du gefahren, ne, ja. Auf dem Rückweg. Ja, das war. Aber wir konnten halt nicht messen, weil das war so ein bisschen auf dem Standstreit. Nein, aber gut. Also, wir schauen jetzt mal, was das Ding nochmal 100, 200 macht. Und dann sind wir doch schon fast fertig, ne? Okay, los geht's. Wie schnell machen wir jetzt nochmal? Ich hab's wieder vergessen. 5,7. 5,7. Ich hab so ein schlechtes, wie nennt man das? Ich hab so ein schlechtes. Gefühl? Nee, Gedächtnis. Ah, Gedächtnis. 5,7. So, wir stehen wieder. Oh, wir stehen auf Sportauspuff auf. PDK Sport. Dämpfersport. Dämpfersport könnte man uns eigentlich schenken, aber wir wollen ja die gleichen Gegebenheiten haben wie vorhin, ne? Ja. So. Okay. Dann Vollgas. Bitte. Alter. 4,3 Sekunden. Ist doch okay, oder? Alter. Ja. Kann man so lassen, ne? Soll ich für dich nochmal durchbeschleunigen? Einmal durchladen, nur für Kevin. Oh Gott. Ah, guck mal, hier der Fuß drängt, der hält schon fest. Ja. Komm so, einmal für dich. Alles gut?
schnell, ne? Ja, es ist... Ha? Aber es fährt sich okay. Fährt. Es fährt. Ja, es fährt. Okay. Ja. Du hast heute dein erstes Mal, du bist 300 gefahren. Zweimal 300 jetzt zweimal gefahren. Das Auto ist schnell. Das Wetter ist schön. Mehr ist dem noch nichts hinzuzufügen, oder? Nee. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.